Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es eine Review und zwar von L'Oreal Age Perfect. Ich teste einmal die Foundation und einmal den Concealer. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Ich habe mir die Foundation geholt und den Concealer und auch noch die getönte Tagespflege. Die werde ich aber in einem separaten Video austesten. Heute möchte ich die beiden Produkte für euch testen, für mich testen. Für mich testen aus dem Grund, weil ich immer noch nach einer Foundation suche, die sich nicht in meine Trockenheitsfältchen reinsetzt. Ich habe hier zum Beispiel an der Seite kleine Fältchen und hier unter dem Auge ein ganz klein wenig. Also nichts Schlimmes, wie ich finde. Ich finde Falten sowieso nicht schlimm. Falten sind einfach ein Zeichen des Lebens und ich habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass es ein Make-up geben wird, eine Make-up-Reihe, die speziell für Anwenderinnen etwas älteren oder reiferen Alters gedacht ist. Fangen wir mit der Foundation an und zwar dieses Make-up soll laut L'Oreal Beschreibung die Rötungen abdecken, dunkle Stellen abdecken, ohne sich in die Fältchen einzusetzen und außerdem soll sie Feuchtigkeit spenden und die Haut vor Sonne schützen mit einem Lichtschutzfaktor von 17. Es gab 10 verschiedene Nuancen. Ich habe so zwischen 2 Nuancen geschwankt. Dann habe ich mich halt für dieses Beige Rose entschieden. Das ist die Nummer 160. Ich hoffe, die passt. Dann kommen wir hier zum Concealer. Bei mir gab es leider nur 2 Varianten. Einmal hell und in dunkel, meine ich. Die mittlere war ausverkauft. Die gibt es also in 3 Varianten. Hell, mittel und dunkel. Ich habe mich jetzt hier für die helle entschieden. Dank seiner feuchtigkeitsspendenden Formel soll der flüssige Abdeckstift, also Concealer, die Haut vor dem Austrocknen bewahren, außerdem gezielt Augenringe, Pigmentflecken und Rötungen kaschieren. Außerdem verleiht er eine gesunde Frische. Leichte Textur soll sich nicht in die Fältchen absetzen und ebenfalls soll die Formel die Haut vor dem Austrocknen schützen und verleiht einen wacher wirkenden Blick. Das sagt L'Oreal. Jetzt wollen wir einfach mal austesten, wie sich das Ganze auf meiner Haut verhält. Ich habe Mischhaut bis im Moment trockene Haut. Außerdem habe ich ein paar Besucher bekommen seit heute Morgen. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute ist ein guter Tag, um auch mal die Deckkraft des Make-ups, der Foundation, auszutesten. Als erstes werde ich jetzt mein Gesicht primen und zwar mit dem I'm Awesome Perfect Tone, um einfach ein glattes Hautbild bieten zu können. Ich mache das eigentlich immer, weil ich etwas vergrößerte Poren habe und von daher ist ein Primer für mich unerlässlich. So, jetzt lassen wir den Primer so ein bisschen trocknen. Es ist so. Jetzt ist die Frage, wie wendet man das Make-up an, beziehungsweise das Make-up zusammen mit dem Concealer? Soll man überhaupt einen Concealer anwenden? Das ist wirklich sehr abhängig von der Haut, von der Struktur der Haut, von dem Hauttypen, ob du jetzt Mischhaut hast oder trockene Haut oder ölige Haut. Das ist sehr, sehr ausschlaggebend für das Finish am Ende. Und die einen tragen das Make-up mit dem Pinsel auf, die tragen das Make-up aufs ganze Gesicht auf und dann tun sie den Concealer unter die Augen. Es gibt Leute, die geben das Make-up nur hier um die Augen herum auf, beziehungsweise auch auf dem restlichen Gesicht, sparen aber die Augenpartie aus und geben dann hier quasi den Concealer noch nach. Ich habe bisher immer den Concealer weggelassen, weil ich gemerkt habe, dass ein Concealer meine Augenpartie zwar etwas aufhält, aber
dass ich dadurch einfach unter den Augen viel älter und verbrauchter aussehe. Und deswegen habe ich den Concealer immer komplett weggelassen und habe nur mit einer Foundation gearbeitet. Und ja, weil wir ja beides austesten wollen, habe ich mich gefragt, was nehme ich, welche Variante soll ich anwenden? Ja, Pinsel schon mal gar nicht, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die Haut, auch wenn der Pinsel noch so weich ist, dass die Haut doch ein paar gereizt wird, einfach durch diese ganze Reibung. Ich nutze lieber einen Beauty Blender, das ist der hier von WeTechniques, der ist übrigens grün, aber nicht aus dem Grund, weil es schimmelt, sondern weil ich damit meine Kinder habe spielen lassen bzw. schminken lassen zu Halloween. Ich kriege die Farbe gar nicht mehr raus. Genau, also ich nutze diesen Beauty Blender immer, weil ich finde, dass das einen Weichzeichner-Effekt hervorruft. Und ich bin damit immer sehr, sehr gut klargekommen. Die Foundation selber trage ich immer mit der Hand auf, weil ich einfach ein Gefühl dafür bekomme, ja, dass ich die Foundation auch richtig schön gleichmäßig verteile und die warmen Hände, die lassen das Ganze auch nochmal, wie ich finde, das Ganze gut einarbeiten. Das Packaging, es kommt in einem Glasflakon. Hier oben ist noch ein Deckel drauf und da haben wir einen Pumpspender. Finde ich super, super praktisch, weil man die Foundation so besser dosieren kann. Und dann gebe ich mir das Ganze auf den Handrücken und nehme erstmal einen Pumpstoß und oje, oje, ich hoffe, diese Farbe ist gut gewählt. Es war für meine Haut die hellste Farbe. Ich habe nämlich hier am Hals getestet und irgendwie haben nicht ganz so die Farben gepasst, die ich ausprobiert habe. Die hellsten Farben. Ja, mal gucken. Ja. Und dann trage ich die Foundation erstmal hier auf. Und ich glaube, ich hole euch erstmal näher ran. Ja, also ich habe die, trage die Foundation auf und nehme noch einen Pumpstoß. Man muss ein bisschen schneller arbeiten, weil die Foundation doch relativ nicht schnell, aber mittelmäßig trocknet. Sagen wir mal so, es gibt auch Make-ups, die wirklich viel schneller trocknen. Ja, zur Deckkraft. Meine Pickel kann man noch sehen. Ich glaube, ich gebe dann noch einen kleinen bisschen von dem Make-up drauf, einfach um die Rötungen noch ein bisschen zu kaschieren oder die Pickel so ein bisschen abzudecken. Und ich muss sagen, das klappt ganz gut. Die Augenpartie habe ich so ein bisschen außen vor gelassen, weil ich da jetzt mit dem Concealer drüber gehen möchte. Ich habe hier noch ein bisschen Rest, das nehme ich mit dem Buffer auf und verteile das Ganze nochmal hier unten. Jetzt gehe ich mit dem Concealer hin und trage mir so ein bisschen was hier unter die Augen auf. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich finde, man kann es auch ganz gut ohne Puder tragen. Ob man da jetzt hingehen sollte mit Setten, ja, ich gehe da jetzt einfach mal mit einem Puderpinsel drüber, um das Ganze zu setten. Ich habe diese Seite, ja, die Foundation aufgetragen, den Concealer unter dem Auge und
das Ganze mit Puder gesettet. Und diese Seite, da habe ich nur die Foundation und den Concealer drauf, dass man so einen, ja, vielleicht einen Unterschied erkennen kann. Ja, ich werde mich jetzt zu Ende schminken. Ich bin am Überlegen, ob ich die Seite auch noch eben abpudern soll. Nee, lassen wir. Wir lassen die Seiten so. Die Seite Puder, die Seite ohne. Und dann werde ich mich ganz normal schminken und melde mich dann nach ein paar Stunden wieder. Genau. Wo ist denn mein Make-up? Da. So, da bin ich wieder und es sind mittlerweile 6-7 Stunden vergangen. Die Kinder sind zu Hause und wir sind zusammen mit meinem Mann Plätzchen backen. Genau, also hier mein letzter Stand. Und zwar werde ich euch jetzt näher ranholen und dann schauen wir uns das Ganze einmal an. Also im Großen und Ganzen kann ich sagen, das Make-up hat eigentlich sehr gut gehalten. Das Gefühl auf der Haut ist relativ angenehm. Also man merkt nicht, dass ich Make-up drauf habe. Habe ich eigentlich die ganze Zeit auch gar nicht bemerkt. Man hat jetzt nicht dieses, ja, es ist alles noch beweglich. Man hat nicht dieses maskenhafte Gefühl. Und ja, wie schaut es hier unter den Augen aus? Ja, unter dem Auge ist es so, ich habe ja die eine Seite gesettet, beziehungsweise die komplette Seite, und diese Seite habe ich nicht abgepudert. Und ja, wie verhält es sich jetzt hier unterm Auge? Hat sich da das Make-up oder der Concealer abgesetzt? Hier, ich weiß, das sieht so bescheuert aus, aber ja, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich komme mal noch näher dran. So, hier hat sich so ein bisschen Produkt abgesetzt. Auf dieser Seite hier unten. Und hier ist gar nichts. Hier ist eigentlich alles in Ordnung. Da hat sich gar nichts abgesetzt. Und deswegen würde ich empfehlen, wer zu einer Mischhaut neigt mit Tendenz zu trockener Haut, das ist momentan mein Stand, dem würde ich trotzdem empfehlen, dein Concealer auf jeden Fall zu setten. Es muss nicht der ganze Bereich sein, das ganze Gesicht, aber wenigstens da, wo sich die Fältchen befinden. Also das ist meistens dann halt hier unterm Auge, und dass man da nach dem Concealer einfach so ein bisschen settet. Also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr begeistert. Es setzt sich wirklich nicht in den Fältchen ab. Was ich dazu noch sagen kann, ist, dass der auch relativ gut abdeckt. Ich habe ja erstmal eine Schicht ganz normal aufgetragen, eingearbeitet mit dem Beauty Eye, und da hat es noch nicht die Pickel ganz abgedeckt. Die haben noch ein bisschen durchgeschieden. Dann bin ich einfach partiell drüber gegangen, ein bisschen Make-up aufgetragen, dann nochmal mit dem Beauty Blender drüber gegangen und schon war das abgedeckt. Man muss sagen, natürlich im Laufe des Tages durch Reibung, Schal,
ja, Kissen, Jacken. Klar, dass da so ein bisschen Make-up abgeht, aber so im Großen und Ganzen bin ich super zufrieden. So, meine Frage an euch, wie kommt ihr, habt ihr die schon gekauft? Wie kommt ihr damit klar? Seid ihr auch zufrieden oder eher unzufrieden mit dieser Reihe? Und vielleicht könnt ihr mir auch ein paar andere Foundations und Concealer empfehlen, von denen ihr begeistert seid, die ich vielleicht austesten könnte. Und schreibt mir einfach in die Kommentare. Und ja, das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Genau. Ja. Das war's auch schon. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.